des Filmmakers. Hallo Patrick, Patrick Naumann, welcome to the Pleschendom. Ja, hier aus diesem Städtchen dir zu huldigen in Bali auf 3x3 Quadratmeter, kann das sein? Alles klar, du hast wunderschönes Wetter, du weißt schon, Gardinenluft, aber wir haben ja saukalt, das ist auch Gardinenluft. Was ich sagen wollte, uns Selbstständigen, du sitzt da jetzt in Bali und versuchst mit deinem Fernsehen 17 Uhr sonntags, wenn ich Zeit habe, werde ich mir das anschauen. Ich bin jetzt kein Freund von live, weil live habe ich nicht viel zu erzählen. Deswegen mache ich eine Retorte, spreche in die laufende Kamera und begrüße dich dort in Bali, 14.000 Kilometer von hier entfernt. Du bist schon 877 Kilometer, glaube ich, schon gelaufen, um hier geistig anzukommen. Deine Sendung ist okay, du läufst da rum, du zeigst, ich habe mir gerade angesehen, deswegen habe ich eine Live-Schaltung, weil ich momentan Zeit dafür habe. Ich habe mir deine Live-Sendungen angesehen, ich finde es super toll, dass du schon fast 600 Folger hast. Finde ich gut, du siehst, ist in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, einigen also das schon zukommen lassen, Bayerischen Rundfunk, WDR und wie die alle heißen, ob die da Kontakt aufnehmen, weiß ich nicht. Meine eine hat jetzt keine Zeit, ich weiß nicht, was 2019 so sein wird, aber meine eine ist ja hier jetzt für Star Wars ein bisschen zuständig, hatte ja auch diese Star Wars Launch und hat circa 360 Follows jetzt hier bei YouTube. Ich habe mir jetzt nicht so eine Mühe gegeben, um noch mehr Follows zu bekommen. Und wie gesagt, es ist super kalt hier in Deutschland im Moment, bei dir ein bisschen besser ist. Alles relativ, du hast Tsunami, du hast Unwetter zwischendurch und so weiter und so fort. Also wie gesagt, man könnte eine wunderbare Reportage daraus machen. Unschuldig im Hotel K, in dem sogenannten Knast von Bali, einer der berühmtesten. Ich habe mir eine Insassin aus Australien ist nach 9 Jahren jetzt befreit worden. Sie ist jetzt wieder zu Hause. Man müsste dann an deiner Story auch noch arbeiten, dass auch du nach Hause kommst. Und da sind wir auch schon beim Kern des kleinen Videoclips hier während der Arbeit gemacht. Stell dir das nicht so einfach vor, hier in Deutschland wieder zu sein. So toll ist Deutschland jetzt im Moment nicht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Deutschland warst. Du siehst ja, wie gesagt, nur Facebook. Und Facebook besteht ja überwiegend aus Trollalarm oder sonstiges, was da alles so... oder ich weiß nicht, wie hoch du schon immer alles weggeklickt hast wie ein Weltmeister, also ich habe hier schon mehr weggeklickt, da gibt es keine Bremse von 5000, da sind wir schon bei 15.000, die man da wegklicken muss, weil wenn man im sogenannten Spotlight ist, wenn die Leute einen sehen, wenn man eine öffentliche Person ist und wenn man im Medienbereich ist, tätig, kommt natürlich eine Menge bei raus. Also du hast ja wie gesagt dich erklärt, weil eine Journalistin da mal recherchiert und etwas auf den Weg gebracht hat. Du sagtest, ARD würde irgendwann mal erscheinen. Ich habe leider bei ARD nichts gesehen. Kannst ja vielleicht mal in deiner Live-Sendung unterbringen. Also, sonntags bist du live zu erleben, Punkt 17 Uhr, europäische Zeit. Sind ja immer 7 Stunden Unterschied. Wir haben das ja jetzt schon sehr lange gemacht. Da war ja auch dein Kollege noch dabei, der jetzt versetzt wurde oder irgendwie umgruppiert, keine Ahnung. Ich habe leider nicht so viel Zeit zu recherchieren, deswegen live werde ich das nie sehen können, sondern in der Retorte. Heute Morgen schellte sozusagen mein Smartphone und deswegen komme ich jetzt dazu, dich zu grüßen da in Bali in 4000 Kilometer Entfernung. Ich drücke dir fett die Daumen, dass du das schaffst, was du schaffen möchtest, denn du möchtest heim. Heim ins Reich, Deutschland. Ja, da möchtest du zurück, du möchtest in dein Umfeld, du möchtest zu deinen Leuten und so weiter und so fort. Kann ich absolut nachvollziehen. Unter uns im deutschen Knast habe ich noch keinen deutschen TV gesehen. Habe auch mit einigen Kollegen gesprochen, also ob das hier möglich wäre, aus einem deutschen Gefängnis zu senden, in einem deutschen Gefängnis irgendwas zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen, auf seine Story aufmerksam zu machen. Auch ich bin eine öffentliche Person. Ich habe auch vieles oder könnte vieles erzählen. Ich weiß nur nicht was, weil ich viel zu, ja,
viel zu satt bin, nichts mehr machen zu müssen. Ja, ich muss nicht mehr. Es gibt kein Muss mehr. Ein Zwang gibt es ja auch nicht mehr. Ist ja alles vorbei. So, ich habe jetzt lang genug hier referiert, mit dir gesprochen in der Ferne. Du machst tolle Sachen da, du machst tolle Clips, du hast also reichlich Software, du hast also reichlich Möglichkeiten, das zu machen. Ich weiß nicht, wer dir da alles hilft, aber jedenfalls hast du sehr viele Leute im Backstage-Bereich, die dir da helfen. Ich meine, ob ein Deutscher, wie gesagt, im Knast solche tollen Videoclips herstellen könnte, weiß ich nicht. Ich wüsste auch nicht, ob er gesponsert würde, ob Nike, Puma und wie die alle heißen. Ich wüsste auch nicht, ob irgendjemand einem Deutschen im deutschen Knast irgendwie Gelder zugänglich machen würde, dass ihm bequemer wäre und was weiß ich nicht alles. Ich meine, wenn man so lange auf diesem Planeten herumwandelt und dann noch auf öffentliche und dann noch im Medienbereich, hat man so viel erlebt und so viel gesehen, ja, und war live auch on stage und live dabei, ja. Ich habe das große Vergnügen, 60 Jahre meines Lebens hinter der Kamera, und jetzt fange ich an, letzter Zeit vor der Kamera, also in den 60 Lebensjahren fange ich jetzt an, mit der laufenden Kamera irgendwie zu arbeiten, zu machen und zu tun, aber ich kenne keine Trolls, ich kenne auch keine unterste Gilde, ich kenne also niemanden, wo ich jetzt irgendwie mir was ausdenken könnte, um da ein Highlight rauszumachen. Die großen Größen sind halt die großen Größen und die machen da ihre Sachen. Die Geschichte hier Wendler gegen Wendler, das war auch ein super Highlight, oder Stromberg oder Cobra 11, das sind also Legenden, oder Tatort statt Essen, Duisburg, genau. Der hat dann abgelöst, Schimmick, ne, und so. Ja, Hans-Joachim Felmi gibt ja auch nicht mehr und so weiter und so fort. Und ja, es ist vorbei. Stahlnetz E605 läuft über 2 Stunden. Und meine eine war da Baby und meine Geschwister, die 12 und 13 Jahre älter waren, die aber nicht mehr auf diesem Planeten wandeln, waren halt da und sagten, ey, da fährt er, E605, dieser sogenannte Mercedes. Tja, wie gesagt, mit Dreharbeiten habe ich viel zu tun, mit Fotos habe ich auch viel zu tun, das täglich. Meine Sendung ist ja, wie gesagt, die mit Star Wars, 52 Wochen soll die jetzt laufen. Gehe jetzt in die dritte Sendung mit Star Wars, weil Star Wars knallt richtig rein im Jahr 2019. Die machen auch Fitness wie du. Du läufst 14.000 Kilometer, hast schon über 800 geschafft, fast 900. Und Disney bringt das jetzt auch. Fühl die Macht, vielleicht fühlst auch du die Macht auf diese 3x3 Quadratmeter da und kannst mit dieser Macht endlich es schaffen, heimwärts zu kommen. Ja, ich wollte dich einfach mal grüßen. Ich sehe dich jetzt als Filmemacher, dass du jetzt da gestrandet ist halt. Ich habe mir das alles angesehen, wie gesagt, die britische Seite, dann Australien, bin selber ein Australier. Deswegen hat mich das irritiert, also deswegen habe ich mir das auch angesehen. Also wie gesagt, die Frau nach 9 Jahren ist dann halt jetzt in ihrer Heimat Australien zurück. Mal schauen, wie lange du brauchst, um hier wieder in Deutschland einzulaufen. Vielleicht können wir dich ja so berühmt machen, dass alle Welt auf dich schaut, um zu sagen, stopp mal, da gucken wir doch mal nach, können wir dem nicht helfen. Viele helfen dir ja, habe ich ja schon gesehen, einige transferieren ja ihre Gelder auch zu dir. Ist ja nicht so einfach dort vor Ort, weil alles bezahlt werden muss. Ist halt so, ich glaube 4 Jahre ins Land gezogen, jetzt 5 Jahre, ich glaube 5 Jahre ins Land gezogen, wo du da jetzt einsitzt und du hast also vieles zu erzählen. Und du hattest jetzt auch schon mal eine Restauration da versucht aufzumachen. Jetzt machst du halt KTV, also ne, Knast-TV, ist ja auch mal was, Hotel KTV, das bringt ja was. Also meine einer macht das ja auch beruflich. Aber so einfach ist das hier alles nicht mehr. Wie gesagt, Deutschland ist halt nicht so sehenswert, wie du es dir vorstellst, muss ich einfach mal so sagen. Seitdem wir integriert wurden in die EU seit 2002, genau, ist hier so kalt und so kühl, bei einem liegt auch schon Schnee. Ja, also ich will auch nicht so lange machen, ich habe schon lang genug gemacht. Wie gesagt, Hotel K, kann man noch ein bisschen Werbung machen. Für dich, wenn schon fast 600 Follows
sind, können wir nochmal 600 Fotos draufpacken. Und wenn die wirklich alle sonntags um 17 Uhr schauen, ich gucke lieber Retorte, weil Punkt 17 Uhr Fernsehen gucken mache ich nicht mehr. Deswegen habe ich mich fürs Web-TV entschieden, weil da gibt es nicht, da gibt es keinen Zwang mehr, dass ich Punkt 17 Uhr irgendwie Fernsehen gucken muss. Unser Eins hatte auf UPROM TV 98,5 Astra eine Sendung laufen, auch um 17.30 Uhr nach der CeBIT 1995. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie viel da live die Sendung dann in der Ausstrahlung dann gesehen haben. Das waren die Schattentänzer aus dem Bereich Musik, wo wir dann in einem Kellerlounge gearbeitet und haben dann Menschen genommen, die Musik zusammen gemacht haben, die wir dann die Schattentänzer genannt haben. War eine tolle Geschichte. Geschichten aus dem Proberaum. Und so ist halt jetzt Geschichten aus Hotel K, Geschichten aus dem Knast, eine tolle Geschichte, die du auf den Weg gebracht hast. Und ich finde es gut. Ich sage toi, 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 drück dir die Daumen. Ich gucke mir die Retorten an. Wie gesagt, vorhin habe ich auf meinem Handy bzw. Smartphone eine Sendung von dir erhalten. Das geht ja irgendwie automatisch alles durch YouTube. Und deswegen kam ich jetzt darauf, weil ich Zeit hatte. Ich habe jetzt Zeit. Heute Morgen war hier sehr viel los. Im Moment ist Ruhe. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, mach die Maschine da mal an und spreche in die Kamera und begrüße da den Patrick Naumann. Ich gucke auch gerade auf deine Seite hier, Livestream Opening, hast du ja gemacht, ne? Ja, hier ist in Ordnung. Also die zweite Sendung hast du, glaube ich, schon gemacht. Nur hier, ich wünsche dir 51 lange Wochen, gute Wochen, verstehst schon, wie ich das meine. Ich muss die 51 langen Wochen ja auch noch hier erleben. Ich sitze in meinem eigenen Knast hier sozusagen und erarbeite. Ich bin auch ein Bettelfreund, ich bettel auch höflich für die Dienstleistung, die hier geboten wird, dass jemand diese Dienstleistung annimmt und mit dieser Dienstleistung zufrieden ist. Zufrieden sein wird nie sein, Trolle werden immer kommen, erscheinen, nicht nur online, auch analog. Ja, so ist es nun mal. Die Welt hat sich verändert. Nein, die Welt hat sich nicht verändert, aber der Mensch hat sich verändert. Der Mensch, also es kann ziemlich rumsen. Ich will nicht hoffen, dass wir beide da noch den dritten Weltkrieg erleben oder den keinen bürgerlichen oder keine Ahnung. Ich will gar keinen erleben, muss ich sagen. Jetzt in meinem Alter möchte ich einfach alt werden. So alt werden, dass es Spaß macht, alt zu sein. Einfach wird es nicht, sag ich dir. Also freu dich nicht so sehr auf Deutschland. Genieß da, wo du bist. Du hast ja selber gesagt, du bist mit dir im Reinen. Du schreibst ein Buch, machst die Sendung, machst Videoclips, du rennst da im Kreis 14.000 Kilometer. Also beschäftigt bist du ja, wenn man das so sieht. Und immer braun. Ne? Unser Eins ist leider nie braun, ist immer käseweiß, weil hier leider die Sonne nicht so scheint. Ist auch keine 36 Grad warm, sondern 36 Grad kalt. Hallo! This filmmaker I can't.